Ich habe ja mit vielen gerechnet, aber nicht damit, dass wir heute Kimonos anprobieren. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin seit langem mal wieder unterwegs und mache einen Vlog außerhalb von meinem Zuhause. Yeah! Und zwar habe ich ja vor kurzem J-Fashion aus Japan bestellt. Und also Secondhand J-Fashion. Und ich habe gedacht, naja, nicht jeder möchte auch was aus Japan bestellen. Und auch nicht ich sollte immer aus Japan bestellen. Deswegen gucken wir heute mal, was ich hier so in Deutschland und explizit in Stuttgart in den Secondhand-Shops finde, was vielleicht so ein bisschen J-Fashion-tauglich ist. Ich bin sehr gespannt und deswegen gehen wir direkt los in den ersten Shop. So, wir haben unsere erste Station jetzt abgehakt. Die waren drei Secondhand-Shops, die direkt nebeneinander waren in einer Straße. Der erste war so ein bisschen mehr Boutique-Style, der zweite war so richtig Vintage-Vintage und der dritte war sehr gemischt. Der dritte war auch der einzige, wo wir jetzt was gekauft haben. Bei dem ersten, da gab es diese eine, Strickjacke, die so richtig regenbogen-pastellfarben war. Ich hadere gerade immer noch sehr, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, sie nicht zu kaufen, weil sie einfach 59 Euro gekostet hätte und das ist mir für das, was es ist, zu viel gewesen. Ich fand die von den Farben her echt mega, aber der Schnitt, also gerade an den Ärmeln, der verwirrt mich. An sich fand ich es gut, dass es halt so ein bisschen kürzer geschnitten ist, nach unten hin, aber die Ärmel und Schultern, das war irgendwie ein bisschen komisch und die Knöpfe gingen halt gar nicht. Wenn, dann hätte ich die Knöpfe geändert, aber dann für was man noch ändern muss, 59 Euro ausgeben, ich weiß nicht und deswegen lasse ich es jetzt einfach sein. Ich habe ja mit Tieren gerechnet, aber nicht damit, dass wir heute Kimonos anprobieren. Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Station 2 war nicht ganz so wie erwartet. Also es war generell so, dass Station 2, sag ich mal, eher in der Innenstadt war und die Läden, zu denen ich gehen wollte, ein bisschen mehr verteilt waren. Und ich hatte auch geplant, zu ein paar Shops zu gehen, die halt eher so Fair Fashion haben, anstatt Secondhand Fashion. Aber es war trotzdem so, dass der erste Laden, zu dem wir wollten, halt irgendwie gar nicht das war, was ich gedacht habe und auch irgendwie gar nicht Secondhand war. Und das war dann so, okay. Und auch bei den anderen Läden war es auch einfach so, dadurch, dass es in der Innenstadt, also so ein Zentrum mehr oder weniger fast war, war es halt einfach so voll, so viele Leute, deswegen haben wir jetzt auch nicht mehr so viel gefilmt oder so und auch einfach nicht mehr so viel gemacht. So, es sind jetzt einige Tage vergangen, ich habe die Sachen gewaschen und nochmal ein bisschen meine Gedanken sortiert und ja, fangen wir erstmal damit an, was habe ich mir gekauft? Das erste Oberteil, was ich mir gekauft habe, ist ein ja, weißes Crop Top, was hier unten halt dann so ein bisschen eng an der Taille anliegt und
so einen viereckigen Ausschnitt hat. Das zweite Teil ist auf den ersten Blick sehr ähnlich. Es ist auch ein kurzes Crop-Top, auch mit einem viereckigen Ausschnitt. Bei dem ist aber sowohl vorne als auch hinten der Ausschnitt viereckig. Bei dem anderen war das nur vorne der Fall. Und das ist nicht nur weiß, sondern hat so ein Blumenmuster oder so drauf. Die beiden Teile habe ich in dem gleichen Laden gekauft und die haben jeweils 9 Euro gekostet. Und das dritte Teil, was ich mir gekauft habe, ist auch ein Crop Top, das aber mit einem eher geschlosseneren Ausschnitt und so gestreift. Und das sitzt trotzdem auch sehr eng. Das hat nämlich hier an der Seite einen Reißverschluss, den man auf- und zumachen kann, wenn man es anzieht. Das hat tatsächlich 14 Euro gekostet und das habe ich gekauft, obwohl der Reißverschluss hier ein bisschen kaputt ist, also nicht so richtig eingenäht ist. Einfach weil, als ich es anhatte, hat es so gut gesessen, dass ich dachte, okay, ich habe heute so wenig gekauft, ich nehme das noch mit. Das habe ich nämlich in dem allerletzten Laden gekauft, wo ich war. Aber wirklich was zum Thema J-Fashion habe ich nicht gefunden. Das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Ich habe es einfach mal ausprobiert, um zu gucken, kann man da was finden? Geht das irgendwie? Und ich denke, wenn man Glück hat, kann man was finden. Aber man kann eben auch kein Glück haben, so wie ich, und nichts finden, was irgendwie in diese Richtung geht oder irgendwie dafür tauglich ist, sage ich mal. Generell ist es aber sehr zeitaufwendig, wenn man versucht, durch so viele Läden zu gehen und so viel wie möglich sich anzuschauen, damit man auch, ja, nichts verpasst oder so. Das finde ich im Vergleich zu, ich gehe halt in den Secondhand-Online-Shop, schon super viel mehr zeitaufwendig und anstrengend und Menschenmassen und keine Ahnung was. Also deswegen habe ich mir überlegt, wird das nicht das letzte Video zu diesem Thema sein, denn ich möchte auch nochmal gucken, was bieten denn so Sachen wie Depop oder Vinted in Deutschland? Das wird aber jetzt nicht allzu bald passieren, weil jetzt erstmal ein paar andere Videos kommen werden. Aber ich werde das Thema J-Fashion auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ich verlinke euch hier nochmal das Video, in dem ich euch meine J-Fashion-Bestellung zeige. Und hier unten, wenn ihr hier klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich darüber freuen und wir können uns dann wiedersehen. Und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.